Ich könnte Säurepfeile kaufen. Ich könnte Pfeile plus 1 jede Menge kaufen. Kugeln 1. Das sind übrigens neue Sachen, die Elementarkugeln. Gib mir mal all deine Spiegelaugentränke, bitte. Naja, sonst brauchen wir hier nichts. Nee, Schriftrollen hat er auch nichts Besonderes. Horn. Ah, dieses Horn wurde vermutlich aus einem der Stoßzähne der großen Bestie Kaskorov gefertigt. Wer es mit der magischen Wirkung versehen hat, ist nicht bekannt, jedoch handelt es sich um einen äußerst mächtigen Gegenstand. Wenn man auf das Horn bläst, ertönt kein Klang, sondern der Bläser wird für kurze Zeit lang von einer kugelförmigen Kraftaura eingeschlossen. Diese Blase verleiht dem Benutzer teilweise Magiewiderstand und einen Bonus auf Rettungswürfe. Darüber hinaus werden Angriffe von Geschossen abgelenkt. Die Wirkungsdauer beträgt nur 3 Runden. Und bei jeder Anwendung verliert der Nutzer Lebenskraft, also nicht wirklich was Tolles. Rettungswurfbonus und Rüstungsklasse. Aber minus 2 Konstitution. Nee, danke. Robe des guten Erzmagiers hingegen. Oder des neutralen Erzmagiers. Welche von beiden kann Nera benutzen? Die des neutralen. Dann her mal damit. Und der Rest ist Tant, den wir verkauft haben. Du hast nichts. Du hast noch eine Schurkenrobe, einen Schutzumhang, Ketten, ein Schildamulett. Das pfeifende Schwert ist ein Kurzschwert, das wir nicht unbedingt verkaufen wollen, aber den Rest erstmal. Und ja, den Werwolffluch können wir nicht mal verkaufen. Gut, Pfeile, Bolzen und Gedötze. Also rechnen wir mal, es sind 5 Pfeile pro Ding, das wir kaufen. Also 2 macht 10, also 16, also 32. Ne, 32 bitte. Und dasselbe mit den Kugeln. So. Das sieht fürs Erste gut aus. Dann wechsel mal wieder auf die Waffe. So, Spiegelaugentrank, erstmal da rein. Und ja, bei ihr sammle ich jetzt mal so die Sachen, die wertvoll sind. Wir haben halt keinen nimmervollen Beutel, aber sie trägt eh das wenigste. Auch wenn ich es ihn tragen lassen sollte, weil er hat ja nicht viel Traglast. So. Das ist ein Pfeil plus 1, Pfeil plus 2. Das ist die falsche Person gewesen. Google noch. Ja, Kugeln können wir noch 70. Und Pfeile könnten wir auch noch 70. Wobei, Pfeile könnten wir noch viel mehr, okay. Wie kann ich helfen? Oh.
Probe des neutralen Erzmagiers. Ja, jetzt sieht sie vielleicht schon etwas besser aus. Rüstungsklasse, Rüstungswertbonus. Ja, jetzt bringen auch die nichts mehr. Das heißt, die können wir verkaufen, das können wir verkaufen. So. Die zwei Sachen können wir verkaufen. Hier ist nichts, hier ist nichts. Dann gucken wir noch im Trank- und im Schriftrollenbehälter, was wir da haben. Wie ihr Warum wünscht. wohne ich bloß in so So, einem also Palast? erst einmal Pfeile. Haben wir gesagt, wollen wir noch 70 Stück, das sind 14 Stacks von dem Zeug. So. Und Kugeln. Wollen wir auch noch mal 14. So. Wir wollten die beiden Sachen verkaufen, weil sie nichts bringen mehr. Dann wollten wir gucken, was haben wir hier? Hügelriesenstärke, Heilungselixier, das wollen wir alles behalten. Magieabwehrtrank ebenso. Konzentrationstrank auch. Trank der Schöpferkraft. Nee, das brauchen wir nicht. Der kann weg. Trank des Feuerodems, der kann auch weg. Den benutze ich sowas von gar nicht. Wahrnehmungstrank, der bleibt. Stärketränke, Magieschild, ja. Meister Triebeskunst sowieso. Gegengifte auch. Ein Wendigkeitstrank. Ja, aber den Kälteschutztrank können wir verkaufen. So. Was haben wir hier drin? Briefe, Schutz vor Versteinerung, Flammenpfeil, Schutzformeln. Identifizieren können wir benutzen ein paar Mal. Stein zu Fleisch lassen wir mal. Schutz vor Blitzen. Spiegelbild können wir verkaufen. Ganz ehrlich, Melfsäurepfeil. Nee, behalten wir erstmal noch. Schutz vor normalen Geschossen können wir auch verkaufen. Was steht in der Schriftrolle? Ja, behalten wir. Furchtbann können wir verkaufen. Monster herbeirufen. Hungerfindbarkeit. Hellsehen Unsichtbarkeit. Glück. Gesinnung erkennen kann weg. Vampirgriff, Schädelfalle kann von mir aus auch weg. Schmieren und Stärke können wir alles verkaufen. Aber da fällt mir ein, das und das können wir dann auch in den Schriftrollenbehälter packen. Nein. Wobei so Questgegenstände, ich habe ja jetzt auch selber wieder Platz. So. Wie gar nicht einen nimmervollen Beutel hätte. So. Wir sind aufgefüllt und einsatzbereit eigentlich. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wer hat den Wer Flint hat geläutet? eingeladen? Für euch tue ich alles mit Vergnügen. Wer hat die Flints eingeladen? Das wird kein schneller Tod. Oh, stimmt ja. Edelsteine habe ich noch nicht verkauft. Ja, mein Schatz. Mal reingehen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Geht weg. Wie kann ich, wie ihr wünscht?
Warum wohne ich bloß in so einem Kaff? Also. Ich hab vergessen, ich wollte noch mehr Pfeile kaufen. Habe nicht nur so wenig. Gib mir nochmal 16 Stück. Dann kann ich mir auch gleich noch ein paar Kugeln kaufen. So. Und ja, wenn wir schon hier sind, Zerfahrener verkauft mal. Nicht den Sternsaphir und auch nicht das Familienabonnett. Das Geschenk eigentlich auch nicht. Aber hier so die wertloseren Sachen. So, die restlichen Sachen behalten wir mal. Worum geht ihr braucht? Nur zu fragen. So, dürfen wir jetzt hier raus. Ihr braucht nur zu fragen. Ohne von Skeletten oder Flints belästigt zu werden. Ja, Nera hat jetzt volle Munition. Gucken wir mal, was wir noch bei der Schmiede kriegen. Im Berigost. Also kürzen wir mal ein bisschen ab. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Die hat nicht mehr offen. Wie ihr wünscht. Ihr braucht nur zu fragen. Dann gehen wir mal zu Feldposts Wirtshaus rüber. Der hat nämlich ja eigentlich auch noch magische Sachen. Mit denen wir was anfangen könnten. Wie ihr wünscht. So, was habt ihr anzubieten? Beschützer plus 1, den braucht keiner. Abwehrarmbänder. Gespiegeltes Ebenbild, ist ein Grad 1 Zauber. Ja, und den restlichen Käse haben wir ihm verkauft. Oh, da geht uns für Baldurans Logbuch und die Seekarten einen Haufen Geld. Ah, den Schlüsselstein, den würde er nicht nehmen. Aber er hat noch wenigstens 2 Stacks. Nee, er hat 10 Stacks. Pfeile. Aber ja, rasten wollten wir. Bei mir ist das Bier billig. Wie ihr wünscht. So, jetzt müsste aber hier. Donnerhammer Schmiede offen sein. Oberflächenbewohner können so dumm sein. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Was hast du an Pfeilen? Da sind aber auf jeden Fall mehr Pfeile. Also ja, sie braucht noch 3 davon. So. Bessere Kugeln hast du leider nicht. Dafür haben wir dir jede Menge anderes Zeug verkauft. Gut. Ja? Wobei ich fast gewillt bin, noch einen ganzen Stack Pfeile zu kaufen. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ein bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Ich hätte gerne noch mal 8 davon.
So.